So, Leute, sind wir beim nächsten Booster und wir haben Modern Horizons 2 Draft Booster. Modern Horizons 2, das famöse Set der Vergangenheit, eines der coolsten Sets, die wir seit langem hatten. Deshalb diven wir direkt rein, ohne Umschweife, rein geht's in englisches Draft Booster. Gott, wie geil. 6 Mana, 3-3 Revolutionist. Wenn er ins Spielfeld kommt, dann bringen wir den Instant aus, wir sind vom Friedhof zurück auf die Hand und er hat Madness. Step Through, 5 Mana Sorcery. Wir bringen eine Kreatur auf die Hand zurück mit Wizard Cycling. Wir können ihn für 2 Mana abwerfen und einen Wizard aus dem Deck auf die Hand nehmen. Okay, krass. Soul of Migration, 7 Mana 2-4 fliegend. Wenn sie ins Spiel kommen, kriegen wir 2-1-1 Birds. Wir können die aber auch für 4 Mana spielen. Okay, für 4 Mana ist die okay. Sinister Starfish, 2 Mana 0-3, Tappen Surveil 1. Das ist eine Anspielung auf einen anderen Starfish, den es schon gab. Der hatte Tappen Scry 1. Sehr cool. Ich mag sowas. Drossforge Bridge, kommt getappt, das Spiel ist unzerstörbar, ist ein Artefaktland und Tappen für Schwarz oder Rot. Deepwood, Deneisen, 3 Mana 3-2, Wachsamkeit, 6 Mana Tappen, wir ziehen eine Karte. Diese Fähigkeit kostet 1 Mana weniger für jede +1/+1 Marke auf eine Kreatur, die wir kontrollieren. Damit können wir noch was anfangen. Ornithopter of Paradise, 2 Mana 0-2, Tappen, fliegend, Tappen, wir kriegen Mana die Farbe und fliegend. Ja, Ornithopter und Birds of Paradise zusammengeklatscht und leider ist er dabei sehr schlecht geworden. Sehr schlecht. Waveshifter, 5 Mana 3-2 fliegend, wenn er ins Spiel kommt, investigieren wir 2 Mal. Das heißt, wir kriegen 2 Clue Tokens, die man für 2 Mana opfern kann, um eine Karte zu ziehen. Und das Ding hat Evoke. Ja, das Evoke ist natürlich nice. Das ist wirklich nice. Fairgrounds Patrol, 2 Mana 2-1. Für 2 Mana exilieren wir den Fairgrounds Patrol aus dem Friedhof und kriegen 1-1 top da mit fliegend. Ja, okay. Torment Cryptkeeper, 3 Mana 3-2 Wachsamkeit. Wir können das Ding tappen, opfern, um alle Karten aus dem Friedhof unserer Wahl zu exilieren. Was sehr cool ist, wirklich cool. Dann haben wir unsere erste Ankunft ist die Timeless Witness. 4 Mana 2-1, wenn sie ins Spiel kommt, bringen wir eine Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand mit Eternalize in diesem Sketchart. Ich mag das Sketchart. Sehr. Und dann haben wir Set and Done. Oh Gott, getappte Karten. Wir bringen eine Instant oder Sorcery aus dem Friedhofzug auf die Hand für 3 Mana Sorcery. Oder für 4 Mana Instant tappen wir 2 Kreaturen. Diese Kreaturen tappen nicht während des nächsten Tap-Segments. Nee. Unsere nächste Ankunft ist Skirky Oak. Treefolk, 3 Mana 1-2. Hat immer wenn eine oder mehr +1/+1 Marken auf den gelegt werden, kriegen wir ein Squirrel. Und das Ding hat Evolve. Das Artwork mit den Eichhörnchen. Oh mein Gott, das ist so niedlich. Wizards hat sich bei dem Set so viel Liebe gemacht. Dann haben wir unsere Throwback-Karte, Squirrel Ranger. 1 Mana 1-1. Wir können Ferris zurück auf die Hand nehmen und eine Kreatur tappen. Können wir mit einem Pronto machen. Okay. Und unsere Rare ist Old Border Grün. Grün war nicht so geil. Ignoble Hierarch ist doch ganz geil. Ein grünes Mana 0-1 mit Exalted. Tappen für ein schwarzes, grünes oder rotes. Ja. I like, war doch ganz geil. Dann haben wir noch ein Top-Token und Draft Mechanics und ja. So viel zu Modern Horizons 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Euer Black Seed. Ciao, ciao.